Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Ich bin wieder am Start und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um dieses kleine Gerät hier. Und zwar LED Booklight mit zwei Armen und vier LEDs. Heißt also wahrscheinlich pro Arm sind zwei LEDs verbaut. Das Ganze kann man natürlich außer der LED-Book, also beziehungsweise Notebook-Version, kann man das Ganze auch als Bücherversion nutzen, indem man das Ganze einfach an Fotoalben oder Bücher oben dran klipst mit dem kleinen Clipper. Und rucki-zucki hat man also das ideale Licht. So, wie das Ganze hier so funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Und das Ganze ist dabei auch noch sehr schön in einer offensichtlichen Packung verpackt. So, ich muss das wieder mal ohne Stativ machen, weil ist nicht dabei. So, gucken wir uns das Ganze hier an der Stelle mal an. Relativ ruckelfrei versuche ich es. So, wir haben jetzt hier also das Paket und innen drinne haben wir diese zwei Arme mit jeweils zwei LEDs. Unten ein Clipper ist dran und das Coole daran ist, dass man das, wenn man es erstmal aus der Packung geholt hat, so unten festklipsen kann. Egal, am Laptop oder an einem Buch. So, da gibt es ja meistens die Schwanenhalsversion, die sind dann aber nicht so groß, sage ich mal, und bieten nicht die Funktion, dass man noch extra dreimal die AAA-Batterien, also ich muss jetzt nicht auf Toilette, ihr wisst Bescheid, ja, aber auf jeden Fall die AAA kann man hier zusätzlich einlegen und dann braucht man hier nicht hinten den Netzsteckeranschluss, der auf USB endet, benutzen. Ein ziemlich cleveres Ideechen, finde ich ja persönlich. Da man das Ganze ja so ideal und überall platzieren kann. Also durch diese Klemme hier kann man sich das Ganze auch, wenn man möge, als Zelteingangsbeleuchtung im Dunkeln schon mal, also kann man das dazu verwenden. Das ist eine sehr praktische Sache. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Festivals seid, könnt ihr schlecht immer eine Powerbank dabei haben, die groß und klobig ist. Und meistens haben die ja so kleine LEDs. Ich habe jetzt hier gerade eine, die hat natürlich keine LED. Also es ist schon mal sehr praktisch, wenn man dann so ein anderes Gerät dabei hat. Das bedeutet, eigentlich braucht ihr nur Folgendes machen. Ihr nehmt egal welchen USB-Ausgang. Die haben jetzt zwei LEDs. 1 Ampere reicht da vollkommen für aus. Das ist ja klar an der Stelle. So, und dann führt man das Ganze natürlich hier hinten ein. Das mache ich mal eben. Und wehe, einer von den Schlingeln hat jetzt beim Einführen an was anderes gedacht, außer an den USB-Stecker. So, das war's eigentlich schon. Wir machen jetzt eigentlich nur Folgendes. Wir müssen die Powerbank hier manuell anschalten. Und wenn wir das getan haben, passiert an der Stelle erstmal gar nichts. Das heißt, ich muss mich jetzt hier erstmal umschauen. Gibt es denn hier noch irgendwie eine Art und Weise, wie man die einschaltet? Ja, gibt es. Und zwar direkt oben drauf. Das heißt, wir haben hier separate Ein- und Ausschaltknöpfe. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hier oben drauf drücken und ruckzuck können wir die LEDs in Empfang nehmen. Das finde ich ja cool, das habe ich jetzt vorher gar nicht gewusst. Achso, und wir haben auch erst eine LED angeschaltet, dann die zweite. Ach, das ist ja clever gemacht. Also wir können alle vier LEDs separat ein- bzw. ausschalten. Also nochmal das ganze Spiel. Eins, zwei, nochmal drücken, aus. Dasselbe geht hier drüben auch. Eins, zwei, und dann hier machen wir weiter. Drei, vier. Und dann ist das Ganze richtig hell. Schöne Sache, muss ich sagen. So sieht das Ganze jetzt richtig lustig aus, weil wir hier ein Akku-Pack, wie gesagt, dran haben, eine 10.000 mAh Powerbank. Aber das Ganze hat also jetzt hier, trotz Tageslicht, ja, jetzt so normal, hat das richtig krass eine Ausleuchtung. Also ich muss sagen, das ist wirklich schön hell. Ist natürlich nicht nur dafür gedacht, sondern kann man auch für seinen Laptop logischerweise, wie gesagt, verwenden, um im Dunkeln, wenn man keine Tastenbeleuchtung hat, mal auf da mit dem Ding, kann man das Ganze da dran klipsen. Ich mache jetzt den Laptop diesbezüglich nicht extra an, aber wir können hier verfolgen, wie wir das Ganze hinbiegen müssen, weil die haben ja Schwanenhälse dran, die Lampen. Somit, genau, klick dich wieder ab. Richtig schöne Sache. Somit ist es relativ egal, fällt hier halb auseinander, was da los ist, es egal, wie rum wir das Ganze befestigen. So können wir dann die Laptop-Tastatur idealerweise ausleuchten. Das Ganze geht mit den beiden Armen natürlich top. Was ist da los? Ich muss das Ding erstmal richtig befestigen hier an der Stelle. Aber mein Laptop scheint ja ein bisschen zu dick zu sein anscheinend. Der hält aber trotzdem. Aber ihr dürft es dann halt nicht bewegen, weil sonst klipst das Teil halt schnell wieder ab. Oder jetzt klippt es nicht ab, jetzt hängt es gut dran. Wunderbar. Okay, an der Stelle, wie gesagt, kann man sich das Ganze nochmal so richtig schön anschauen. Also ich finde es ja eine sehr praktische Sache, wer keine Hintergrundbeleuchtung hat der Tasten, wie das jetzt in meinem Fall der Fall ist, weil das Gerät einfach schon ein paar Jahre älter ist. Nanu, jetzt geht's aus. Genau, so haben wir es drauf und wenn wir wieder drauf drücken, dann schalten wir die Beleuchtung ein. Und auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung. Wie gesagt, auch ideal, um zu nutzen, das Ganze als Wegebeleuchtung, wenn man jetzt gerade campen ist, beziehungsweise im Zelt,
nicht Urlaub ist, aber Festivalrausch ist, dann kann man das Ding schön irgendwo an die Zeltstange anbringen. Eine kleinere Powerbank reicht dann meistens schon mit 2.500 oder 2.600 Milliampere oder eine 5.000er und die Dinger dürften die nächsten 5 bis 10 Stunden durchleuchten, wenn das überhaupt reicht oder nicht sogar noch länger. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine tolle Sache, auch als Zeltinnenbeleuchtung, denke ich mir, das ganz cool, da das Band relativ lang ist, kann man das egal wo im Zelt anhängen, sei es oben an dem Cliphaken und hier, wenn man das Ganze gar nicht per Powerbank macht, einfach hier oben dran die AAA-Batterien rein und an der Stelle hat man die ideale Beleuchtung für alles Mögliche. Oder auch zum Buchlesen, wie gesagt, also eine sehr praktische Sache. So, damit man sich das Ganze nochmal vorstellen kann, so sieht das dann natürlich als Buchbeleuchtung aus. Ich würde es mir natürlich so zwischenklippen, dass man hier nur die Seiten, also nicht eingeklippt hat, die man denn noch lesen möchte. Und an der Stelle, wie gesagt, sieht man das Ganze schon recht gut und praktisch. Und dann klippt ihr das Teil einfach wieder um und könnt es, wie gesagt, im Falle, ihr habt keine Powerbank dran, mit den AAA-Batterien als Lesezeichen gleichzeitig mitbenutzen. Wow. Intuitive Erfindung an der Stelle erstmal. Ich gucke mal, ob ich dasselbe Produkt finde und euch das bei Amazon verlinken kann. Ansonsten so eine ähnlichen gibt es ja zuhauf. Aber wie gesagt, dadurch, dass die LEDs einzeln einschaltbar waren, fand ich das Ganze eine innovative Idee. Also entweder ist es zu hell oder zu wenig beleuchtet. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.